Es gibt wieder Mario 64 Hide and Seek. Germi ist Sucher, alle anderen sind Verstecker, inklusive mir. Wenn man erwischt wird, hat man die Möglichkeit, Germi beim Suchen zu unterstützen und es reicht nicht, jemanden einfach nur zu finden. Man muss jemanden weghauen oder wegtreten, dann hat man ihn erwischt. Derjenige, der als letzter gefunden wird, erhält 100 Euro und diese Runde war die witzigste Runde überhaupt. Übrigens wurde diese Runde 2 Wochen vor dieser Runde aufgenommen. Deswegen nicht wundern, wenn ich hier von dem schwarzen Toad noch nichts weiß. Aber wer hat die 100 Euro gewonnen? Das seht ihr jetzt. Heute gibt es ein fettes Event. Es gibt nämlich ein Event von Germi. Er hat Bock auf Hide and Seek in Super Mario 64 und es gibt sogar ein Preisgeld. Derjenige, der das Ganze hier gewinnt, beziehungsweise als letzter gefunden wird oder als letzter gefangen wird, erhält 100 Euro. Wer gefangen wird, muss warten und Germi ruft einen irgendwann auf, dann wird man zum Sucher. Okay, was geht's? Wollen wir vielleicht alle diesen Luigi einfach verprügeln? Ey, lass mal machen, ganz ehrlich. 3 von 4 Leuten finden Mobbing lustig. Ein Seeker im Moment, 13 Haider. Ja, mit der Zeit hole ich mir Verstärkung. Es geht um 100 Euro. Und Leute, ich würde an dieser Stelle sagen, ihr könnt doch jetzt verstecken und ihr habt 10 Minuten Zeit. Let's go. Oh shit, let's go, Freunde. Oh mein Gott, Ulti! Oh mein Gott, hoffentlich hat nicht irgendjemand dieselbe Idee wie ich. Das wäre so sad. Bin saugespannt, wo der gelbe Tod hingeht. Bro, ich glaube, der hat mein Versteck. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Er macht dasselbe! Okay, passt auf. Ich zeige euch jetzt mein Versteck. Bruh. Macht nichts. Macht nichts. Wir haben genug Zeit. Wir haben genug Zeit. Ich frage mich, wer das ist. Mich interessiert das gerade, Mann. Wer ist das? Bowser in the Fire. Bowser ist da. Das ist Shimtix! Vic ist da. Okay, interesting, Vic. Ich merke schon. Bra, der hat dasselbe Versteck wie ich. Wie scheiße. Bruh. Ey, ich hab's heute geübt. Ich konnte es. Mann, Alter, das kann's nicht sein. Oh Gott, ich hab's. Ich hab's. Das ist nicht wahr. Bro, what the fuck? Ich stehe. Oh nein, das tut mir so leid. Ja, immerhin hat's er jetzt. Okay, Freunde, wir gehen jetzt hinter die andere Säule. Ich glaube, Timo ist bei der einen Säule. Das ist eigentlich voll das geile Versteck. Wenn er da hochgeht, man guckt nicht automatisch nach hinten. Selbst wenn er nach hinten guckt, dann bin ich genau hinter der Säule. Das wird er nicht sehen. Also, ich glaube nicht, dass Germi hier nachguckt. Real talk. Und wenn doch, dann verpissen wir uns aus dem Level. Stupid. Vic left this level. Als ob. Okay, der hat drauf geschissen. Interesting. Digga, das kannst du niemandem erzählen. Das war wirklich keine Absicht jetzt. Also das war ein bisschen Karma auch dafür, was ich Timo angetan habe. Oh mein Gott, wir haben's. Als ob. Ich komme nicht darauf klar, dass wir dieselbe Idee hatten. Also ich habe noch ein anderes richtig heftiges Versteck. Da gehe ich aber hin, wenn Mario checkt, oder in dem Falle Germi, der Sucher, checkt, dass wir hier sind. Aber ist halt die Frage, ob er überhaupt hierher kommt, ne? Stellt euch mal vor, Germi, der sieht uns, ne? Oder versucht irgendwie hier hinzukommen. Der muss uns ja auch bekämpfen. Und ich schätze Germi so ein, also nichts gegen Germi, ich denke, er ist gut in Mario 64, dass beim ersten Mal er den Fehler macht, entweder runterzufallen oder durch die Lava zu sterben. Das ist schon nice. Oh, Germi ist ein Kassel. Okay, Germi ist ganz woanders. Germi ist oben im Schloss. Also wir können machen, was wir wollen. Shimtix, wenn du Ehre hast, springst du. Komm, spring, wenn du Eier hast. Boah, spring doch hier nicht. Okay, ich komm zu dir. Was macht der? Ich will einmal auf ihn springen. Einmal. Ey, wenn der mich jetzt schlägt, ne? Wenn der mich jetzt schlägt. Das ist so ein... Es tut mir so leid. Ich glaube, das war keine Absicht, weil da war keine Kick-Animation. Das wollte ich nicht. Perfekt. Jetzt kann ich einfach hier rumstehen. Was jumpt der da rum? Das ist viel zu risky. Nein! Ja, so ein Idiot. Okay, come on. Oh, was soll die Scheiße? Spring, wenn du Eier hast, Bruder. Ich habe viel gemacht, um euch Eier zu beweisen. Was hat Shimtix gemacht? Der hat gar nichts gemacht. Der duckt sich nur. Er ist nicht einmal gesprungen. Doch, ich glaube, der ist einmal gesprungen. Mach Backflip. Ah, yes. Shimtix macht Backflip, wenn du Eier hast. Das ist er ab, ja. Ich habe es wieder angefangen zu trinken. Dieser Themawechsel. Oh, Mann. Soll ich? Ey, weh, ich falle jetzt runter. Nein! Nein! Timo hat einen Backflip gemacht. Oh mein Gott, Alter. So eine Scheiße. Idiot. Ja, lass mich in Ruhe, Vic. Was sollst du jetzt? Ich mache hier Content, ja? Mach deinen Skin komplett rot. Yo! Ey, ist das schlau? Oder grau? Stimmt. Weil ich bin ja auf so einer grauen Ebene.
Yo, guckt euch das an, Leute. Wir sind einfach die Mauer. Shimtex, was hältst du davon? Oh, der ist so schlau. Oh mein Gott, Vic ist so schlau. Warte, das mache ich jetzt auch. Oh mein Gott, da ist ein Toad. Yo, er sieht uns. Er versucht zu uns zu kommen. Oh nein, jetzt habe ich hier drei Toads. Das ist voll schlimm. Geh mal lieber woanders hin. Dankeschön. Ich weiß aber nicht, wer. Ich wünschte, ich könnte gucken. Doch, ich kann sogar gucken. Bowser in the Fire. Benji, das ist Benji. Das ist der Speedrunner. Keine Ahnung, ob ihr es mitbekommen habt, aber der hat heute, glaube ich, einen World Record aufgestellt. Ein World Record in 70 Sterne. Ja, Benji, krankes Versteck auf jeden Fall. Ich glaube, Benji ist ein Gönner. Weil wenn Germi herkommt, wird er erst dahin gucken und diesen Toad sofort sehen. Das bedeutet, seine Aufmerksamkeit ist dann auf Benji und weg von uns. Ich glaube, der macht das für uns. Oh nein, will er ja zu uns? Er will zu unserem Versteck. Mach nicht bei mir, mach lieber bei Shimtex. Ja, mach bei Shimtex. Bitte, Benji. Benji, machst du's? Jetzt ist er auch bei uns. Oh mein Gott, das ist so dumm. Stell dir mal vor, am Ende sind alle hier. Okay, Benji geht woanders hin. Germi ist hier. Ich höre, dass hier Leute sind. So, da ist jemand ganz konfident unterwegs. Oh, wer ist das? Ist das Benji? Benji, unser Mann! Benji! Der Ehrenmann! Er hat von uns auf sich abgelenkt. Oh oh. Er ist raus! Er ist raus! Let's go! Er hat uns nicht gesehen! Benji, unser Mann! Benji, ich küss doch dein fucking Herz! Ich pack's nicht! Oh Gott, Usus hier! Da ist er. Benji ist auch hier! Benji, ich liebe dich! Er lenkt wieder von uns ab! Oh mein Gott, Benji hat Uso geschlagen! Benji, das ist nicht dein Ernst. Er rettet uns wieder das Leben. Okay, Benji ist jetzt im Big Boo's Haunt. Und Uso ist immer noch... Oh mein Gott, Uso. Ja, Shimtex. Was machen wir? Er hat uns nicht gesehen! Er hat uns nicht gesehen! Timo, das ist einfach ein Baba-Versteck, was wir hier haben. Ja, er ist bei Bowser. Perfekt, Timo! Ich habe noch ein Versteck, wo ich sage, das könnte eine 10 von 10 sein. Da würde ich als nächstes hingehen, wenn die checken, dass wir hier sind. Er hat euch sogar im Sichtfeld, aber hat euch wegen der Farbe nicht gesehen! Was wirklich was gebracht hat, uns dunkelgrau zu machen, ist ultra witzig. Der nächste ist raus. Und ihr werdet nicht glauben, wer es ist. Sorry, Benji, aber das war... Ich hab ihn gekickt auf jeden Fall. Vic ist gerade auf dem Klo. Alter, der kriegt es gerade nicht mit. Nein. Benji ist raus. Das war's. Das war's, Freunde. Ja, moin, ich bin RIP. Ist halt die Frage, ob Benji wirklich zu uns kommt. Benji ist draußen und er siegt nicht. Er siegt nicht. Er ist komplett draußen. Lol. Hey, alles safe. Wir bleiben hier. Benji disconnected. Oh, Clay ist hier. Größte Gefahr. Größte Gefahr. Vic ist da. Oh mein Gott, da ist Vic! Oh mein Gott! Also. Nein! Oh nein! Jungs, ihr habt mich. Ihr habt mich. Vic und Clay wissen beide, wo ich bin. Vielleicht habe ich Glück und Vic wird jetzt kein Seeker und Clay hat nur Vic gesehen und nicht mich. Du kannst mitzuhören, Vic. Du kannst wieder joinen, wenn du willst. Alright. Vic connected. Tu mir das doch nicht an. Er ist hier. Er ist raus! Er ist raus! Nein! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! 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 Also, ich hab ihn nicht gesehen. Nein. Oh mein Gott! Timo konnte flüchten. Was? Keiner ist bei mir. Niemand ist bei mir. Ich bin entkommen. Game entered Rainbow Ride. Okay, ich weiß, wo Timo ist. Rainbow Red Coins. Wenn ihr mir helfen wollt, er springt dann runter. Go! Yo!
Weg! Schimptex ist raus! Er ist im Keller, er ist im Keller, er ist im Keller! Nein, Vic ist hier! Wir kriegen den Timo, wir kommen! Kommt irgendwer zu Bowser? Ich geh mal in Bowser. Er ist bei Bowser! Oh mein Gott. Er ist raus! Nein, lass mich doch in Ruhe! Er ist auf dem Dach! Er fliegt weg! Er fliegt! Okay. Er ist Vanish Cap, er ist Vanish Cap. Ich geh Vanish Cap rein. Okay, er ist Main Hall, er ist Main Floor. Lass mich in Ruhe! Wo ist er? Er muss doch hier drin sein. Was sieht das aus? Wo? Nein! Ich hab ihn! Oh mein Gott! Nice! Die beiden letzten sind in Hazy Maze Cave. Okay. Digga, wie geil kann ein Finale sein? Hier ist jemand! Hier ist jemand! Wo genau? Was? Ich hab ihn! Warte mal, dann haben wir ja schon einen Gewinner, oder? Oh, sein Versteck ist noch heftiger anscheinend. Ich hab das Gefühl, dass es dieser... Oh mein Gott, hast du ihn? Ihn. Wo ist er? Was? Oh, in schwarz. Oh, okay, jetzt muss ich mir das mal kurz angucken hier. Oh mein Gott, das sieht man gar nicht. Oh mein... Das sieht man null. Das sieht man nicht. Guck mal, ich häng da gerade. Von oben siehst du das nicht. Da ist einfach niemand. Das ist so ein krankes Versteck. Das ist verdienter Win. Komplett, von vorne bis hinten. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.